Kommen wir nun zum Weihnachtsbrief. Und ich habe hier geschrieben Weihnachtstradition. Ich schreibe das deswegen eben. Tradition gehören natürlich schon in unseren Alltag. Aber wenn das Beglückwünschen eine reine Tradition ist, dann verpassen Sie das Wichtigste, was Sie Ihrem Kunden in dem Fall zukommen lassen sollen. Denn damit fallen Sie ganz sicher nicht auf und Sie werden maximal der Tradition gerecht. Das ist so dann schon alles. Und eigentlich geht es um ganz etwas anderes. Eigentlich geht es darum, dass Sie Beziehung pflegen mit Ihrem Kunden. Das ist das Wichtige. Nach dem sehen Sie sich und das ist das Wertvollste, was Sie schenken können. Die Beziehung zu pflegen. Denn wir sind nun, wir Menschen sind beziehungsorientiert und zahlen Sie auf das wichtigste Konto ein. Auf das schon heute jetzt mehrmals erwähnte Beziehungskonto. Das ist das Wichtigste. Und zu Weihnachten senden Sie mal auf keinen Fall Weihnachtskarten. Mögen sie auch noch so schön sein in Ihren Augen. Es sind einfach ja nur Vordrucke. Es ist gar nichts Persönliches daran. Überhaupt nicht. Es sind vorformulierte Wünsche drauf, ja. Wenn mir sowas jemand schreibt, dann weiß ich, der hat sich nicht, da ist nicht viel Wertschätzung dabei. Der hat es gekauft oder wenn er in einem Unternehmen angestellt ist, hat die Firma das gekauft und er unterschreibt es ihm als mein Betreuer. Aber nein, also da weiß ich, dass ich dem nicht viel wert bin, weil der quasi gerade nur der Tradition Rechnung trägt. Besser ist die Lösung und ich habe das in den ersten Jahren gemacht. Ich schreibe übrigens schon, habe vor über 20 Jahren mit Geburtstagsbriefen begonnen. Damals gab es noch keinen PC, war noch nicht so komfortabel. Da war die Schreibmaschine noch im Einsatz. Und am Anfang habe ich quasi hier auch Briefe, die schon weihnachtlich aussehen, gekauft. Das sieht man hier jetzt nicht ganz drauf, aber die haben auch eine Silber- und eine Goldprägung, eine leichte, dezente drauf. Und auch das Kuvert dazu passend. Nur, ich bin dann allmählich draufgekommen, ich wollte mich dann noch steigern und eigentlich erstens nicht jedes Jahr ein neues Motiv suchen, das mich sowieso nie ganz zufrieden gemacht hat, weil man hier ja Geschmäcker sind ja verschieden und manchen vielleicht gefällt der gar nicht. Und da habe ich dann eines gemacht, da ich ja ohne dies schon zu den anderen Anlässen wie Geburtstag und Heirat und Geburt eines Kindes meinen eigenen Glückwunschvordruck hatte, eben dieses 120-grammige Papier mit der Goldprägung und dezent Logo und dezente Fußzeile, habe ich auch dann diese Folge auch für Weihnachten genommen. Und es war sicherlich meine beste Entscheidung. Ich meine nicht jetzt vom Finanziellen, denn auch hier war es natürlich günstiger. Wobei, beim Kunden bitte, also würden Sie am verkehrten Platz sparen, wenn Sie es nur machen würden wegen der Einsparung, weil der Kunde ist der Wichtigste im Geschäft. Aber wenn ich ein einheitliches Glückwunschpapier habe, so kann ich gleich viele Tausende drucken lassen. Und Sie wissen, im Druckereibereich auch die Menge den günstigen Preis, das ist so. Und Sie brauchen auch nicht nächstes Jahr ein neues Papier kaufen, sondern haben dasselbe. Und es beeindruckt scheinbar deswegen, weil da hier noch viel mehr Mühe kommt. Ein eigenes Papier, das kann man eben nicht so sehr kaufen. Und vor allem, es bleibt dann wirklich die Botschaft hauptsächlich, der Inhalt. Und der ist ja der Wichtigste. Nicht das Außen, sondern der Inhalt. Bei einem Brief ist der Inhalt das Wichtigste. Und war ja schön, nicht? 120 Gramm Papier in einer Goldprägung. Das sehen Sie hier jetzt gar nicht so, weil das beim Foto nicht so gut gelingt, es hier so schön aufzunehmen. Ja. Und da habe ich eben wirklich auch einen ganz persönlichen Text verfasst und natürlich jedes Jahr einen anderen Text. Also wenn Sie den Brief bekommen, bekommen Sie den Text auch für mehrere Jahre, dass Sie auch hier wieder nicht jedes Jahr den gleichen Text schreiben. Nutzen Sie Weihnachten als Gelegenheit, sich zu bedanken, Wertschätzung auszudrücken. Zahlen Sie wiederum auf das wichtigste Konto ein. Und ja, kurz zum Kuvert. Auch hier ist meine Empfehlung eben ein A5-Kuvert. Kleiner soll es nicht sein. Also das ist auch, hat was mit Wertigkeit zu tun. Auch hier bitte ein hochwertiges Kuvert, das blickdicht sein sollte und auch ein bisschen eine Grammatur haben sollte. Das greift man auch schon. Ja, sonst bringen Sie Ihr Logo draußen an oder Sie können quasi, das könnten Sie gleich drucken lassen, weil Sie es ja dann nicht nur für ein Jahr, sondern für immer nehmen bei Glückwunschbriefen. Bei der Marke auch wiederum eine Sondermarke, vielleicht in dem Fall eine Weihnachtsmarke. Ja, das so viel zum Kuvert. Ja, jetzt, das waren einige der Rosinen meiner Briefvorlagen. Die Rosinen, die wirklich, mit denen Sie etwas bewegen, die wirklich alle ihre Wirkung haben, wenn Sie sie so verwenden, wie ich es Ihnen gerade erzählt habe. Wo finden Sie das alles? Ja, auf meiner Webseite www.versicherungsmakler24.at. Nur keine Angst, es sind nicht also Briefe eben nur für Versicherungsmakler. Nur ich war halt selbst über 25 Jahre in der Branche tätig. Darum habe ich eben hier speziell noch mehr Texte geschrieben. Aber das waren hier jetzt neutrale Texte und Sie finden die unter der Gruppe Marketing, diese Briefe zum Teil. Und eine weitere Gruppe sind Glückwünsche. Ja, dann bleibt mir nur mehr Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches, ruhiges und gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen.
Nehmen Sie sich Zeit, schenken Sie sich selbst das Wertvollste, nämlich die Zeit für sich, die Ruhe. Gerade an Weihnachten, nicht, wo ja wirklich die Zeit sehr hektisch ist, da müssen Sie sich schon bewusst zwingen. Und ich möchte Sie hiermit ermutigen und anstoßen, nehmen Sie sich Zeit. Sie können sich wahrscheinlich kein größeres Geschenk machen mit Ihnen, mit Ihrer Frau und mit Ihrer Familie. Und das wünsche ich Ihnen.